Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel des VfL Bochum 1848 gegen den SSV Jahn Regensburg. Das Ganze am Sonntag, dem 4. Advent, 22. Dezember, Anstoß 13.30 Uhr hier im Vonovia Ruhrstadion. Bis dato haben wir 13.500 Tickets für die Partie verkauft. Unsere Ticketingabteilung geht davon aus, dass 14.000 bis 15.000 Minimum hier erscheinen werden. Exakt 176 Tickets sind davon bisher in Richtung Oberpfalz gewandert. Die Regensburger rechnen mit minimal 250 Gästefans. Das heißt, wir werden also ein mehr oder weniger echtes Heimspiel hier erleben. Sebastian Schinsilorz, Geschäftsführer Sport, lässt sich entschuldigen, der ist gerade unterwegs, aber für euch umso wichtiger, Cheftrainer Thomas Reis ist da. Der erwartet eure Fragen. Mikrofon ist wahrscheinlich schon irgendwo unter euch, bei Ralf Ritter schon gelandet. Und der wird Fragen zum Personal zuerst stellen, bin ich mir ziemlich sicher. Ganz genau. Und die Personalfrage der Woche, hallo erstmal. Wie geht es denn, Silver Gongula? Ja, hat auf jeden Fall das Training absolvieren können. Alles ist einsatzfähig. Und wir haben jetzt morgen nochmal ein Training und schauen uns das nochmal genau an. Aber wir sind natürlich froh, dass er jetzt heute schon ins Training zurückgekehrt ist und auch die komplette Einheit absolvieren konnte. Einsatzfähig heißt, dann kann er auch von Beginn an spielen. Könnte er, ja. Also natürlich halte ich mir immer gewisse Dinge offen, aber wir wissen, was wir an Silver haben. Deswegen habe ich gesagt, sind wir froh, dass er heute komplett trainieren konnte, weil ich glaube auch, dass er einfach Training braucht, um bestmögliche Leistung abzurufen. Und das war heute zumindest der Fall, dass er trainieren konnte. Er hat es auch soweit gut überstanden und jetzt gucken wir, wie der morgige Tag ist und dann werden wir eine gute Elf aufs Eis schicken dann. Gibt es andere bisher nicht bekannte Ausfälle oder? Nein, bisher die üblichen Verdächtigen, die ja schon länger raus sind, also sonst haben wir einen großen Kader zur Verfügung, wo wir ja wieder eine Qual der Wahl haben. Gott sei Dank, für einen Trainer habe ich ja schon mal gesagt, immer ganz schön, wenn man wirklich fast aus den Vollen schöpfen kann. Und das steht uns zumindest für das Spiel gegen Regensburg zur Verfügung. Herr Pohl übernimmt. Vielen Dank für die Zwischenmoderation. Sehr gut. Thomas, gibt es überhaupt einen Grund für dich, wenn Gambola spielen kann, was zu verändern? Weil die erste Halbzeit, das hat ja nicht nur den Zuschauern, sondern sicher auch dem Trainer Spaß gemacht. Gut, jetzt wirst du sagen, es hat aber auch eine zweite Halbzeit gegeben. Aber als Anfang mit den beiden da vorne, das verspricht doch sicherlich noch einen zweiten Versuch, oder? Ja, es spricht einiges für einen zweiten Versuch. Ich meine, wir haben es ja ordentlich gemacht, gerade die erste Halbzeit. Natürlich war es auch so, dass Hannover uns in der zweiten Halbzeit vor große Aufgaben gestellt hat. Ich meine, nicht umsonst haben sie schon eine Truppe, ja, die eigentlich weiter oben stehen könnte. Sie haben dann schon eine Qualität reingebracht, da mussten wir uns erst darauf einstellen. Ich fand trotzdem, dass die Truppe das bestmöglichst versucht hat zu verteidigen. Und im Großen und Ganzen sind wir einfach froh, dass wir die drei Punkte hier behalten haben. Und es könnte auch sein, dass die Truppe so beginnt. Ja. Anschlussfrage, sonst ist hinter dir schon Hand hochgeflogen. Anschlussfrage, ja. Weihnachten ist ja immer so, dass man sich was wünschen darf. Manche Kinder schreiben Wunschzettel. Bist du schon beim Sesi im Büro gewesen und hast deine Wünsche vielleicht in möglicher personeller Veränderungen geäußert? Und ich glaube, dass ich mit Sesi nicht nur gestern oder vorgestern im Austausch bin. Wir sind eigentlich schon, seit ich hier die Verantwortung habe, im ständigen Austausch, um zu schauen, was kann man tun, um die Truppe einfach besser zu machen, stabiler zu machen. Es liegt in erster Linie an mir, an meinem Training, die Truppe besser zu machen. Ich habe absolutes Vertrauen und im Endeffekt ist es auch jetzt egal, was für Wünsche ich habe. Wichtig ist, dass unser Wunsch für Sonntag in Erfüllung geht und das ist ein erfolgreiches Spiel zu machen, so dass wir dann sagen können, okay, wir können vielleicht mal ein paar Tage beruhigter Weihnachten feiern. Das ist das große Ziel, was wir für Sonntag haben. Würdest du uns denn verraten oder bestätigen, dass die Wünsche vielleicht im Defensivbereich liegen? Ich habe im Moment, wie gesagt, nur einen Wunsch und der ist für Sonntag und alles andere wird man dann sehen. Ich bin mit der Truppe, so wie sie ist, bin ich zufrieden und sollte sich irgendwas mal auftun, dann werden wir das sehen. Aber letztendlich, wie gesagt, zählt für mich jetzt nur das Spiel am Sonntag. Dann greift zwar der Joachim Droll ein, eigentlich war die Frage da hinten, aber nee, mach mal ruhig, Joachim Droll erstmal. Sorry. Bisschen anschließend, Thomas. Also okay, du redest natürlich jetzt noch nicht darüber, was dann in der Winterpause passiert, aber wenn es diesen zweiten Dreier in Folge zum ersten Mal in dieser Saison gäbe, dann könnte es aber nach der Weihnachtsfeier noch eine spontane Kabinenparty vielleicht geben, oder? Wenn er das schafft, diese 23 Punkte dann mit in die Weihnachtspause zu nehmen, das wäre doch schon mal ein kleinerer Grund zu feiern, oder eher nicht?
Also ich bin sowieso einer, der sagte, wenn Siege, muss man sowieso feiern. Ja, egal wie sie zustande kommen. Wir haben auch letzte Woche, ich glaube, ein großes Spiel erlebt. Wir wollen am Sonntag auch wieder ein großes Spiel erleben. Natürlich wäre es dann so, dass wir auch dann zweimal ineinander gewinnen könnten. Und das ist das große Ziel, was wir haben. Und alles andere, was danach dann kommt, ob es dann eine spontane kleine Weihnachtsfeier im internen Kabinenraum gibt, das wird man dann sehen. Aber es bedeutet erstmal, dass wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns haben, weil es wird kein einfaches Spiel. Auch Regensburg spielt eine ordentliche Runde, stehen im Moment vor uns und das sollte Warnung auch genug sein. Bevor Marlo Kluklas von Fans for Fans das Wort ergreift, Stichwort Fans, habe ich noch zwei Zusatzinfos, was die Kartensituation für die Fans angeht. Zum einen beginnt ja jetzt die Rückrunde mit dem Spiel gegen Regensburg. Wir haben die Rückrundendauerkarte ja schon im Angebot, das soll aber eher ein Weihnachtspräsent sein. Dieses Spiel gegen Regensburg ist noch nicht in der Rückrundendauerkarte drin, die beginnt dann tatsächlich erst im neuen Jahr sozusagen. Und zum Zweiten noch der dezente Hinweis aus der Ticketabteilung, dass die Blöcke Anton, also A, Nordpol 1, N1 und H2, Hugo 2, schon relativ voll sind. Wer da hin möchte, sollte sich sputen. So, jetzt Marlo Kluklas. Dankeschön. Eine Frage, die uns häufig von den Fans erreicht hat, war und bezieht sich auf die ab und zu schwankenden Leistungen innerhalb eines Spiels. Was könntest du als Trainer noch für Maßnahmen ergreifen und der Mannschaft im Prinzip auf den Weg noch mitgeben, dass halt das Team nicht zurück in alte Muster verfällt, wie es gegen Hannover in der zweiten Halbzeit, nachdem die erste Halbzeit ja wirklich sehr gut war, der Fall war hinsichtlich unkonzentrierte Spielzüge und Fehlpässe? Ja, es ist ja auch immer, ich sage ja immer, dem Gegner geschuldet. Ja, wir haben gesehen, dass Hannover ein bisschen System umgestellt hat. Das ist halt auch so, dass man da natürlich in Zukunft dran arbeiten muss, dass man sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt. Dann ist es halt so, dass man vielleicht nicht mehr ganz den Mut hat, sich jetzt nicht anspielen zu lassen. Man verliert zu schnell die Bälle, dann auch vorne haben wir keine Möglichkeit mehr, die Bälle zu halten. Die kommen auch postwendend wieder zurück, dass dann der Druck natürlich dann erhöht wird. Das ist die Arbeit, die wir definitiv noch besser machen müssen. Es ist immer schwer zu sagen, ja, warum, weshalb entstehen gewisse Dinge, weil wir haben so eine tolle erste Halbzeit spielen. Aber ich glaube, dass Hannover auch in der ersten Halbzeit nicht das gezeigt hat, was sie können. Das lag natürlich auch an uns, weil wir sie wirklich sehr unter Druck gesetzt haben und unser Spiel ihnen aufgezwungen haben. Und dann ist es so, dass Hannover halt auch ein paar andere Spieler, die an dem Tag dann auch sehr gut waren mit Duxch. Und das hat dann dazu beigetragen, dass wir dann ein bisschen ins Hintertreffen gekommen sind. Und trotzdem sage ich, haben wir dieses Spiel gewonnen. Auch das ist zukünftig so, dass das auch Auftrieb geben sollte, dass man auch solche Spiele nicht unentschieden spielt oder vielleicht Punkte abgibt, sondern wir haben es geschafft, gemeinsam das zu verteidigen. Leider nicht das dritte Tor zu machen in einer gewissen Situation. Aber das nehmen wir natürlich positiv mit, wie viele Dinge, die in der Saison auch passiert sind. Günther Pohl, dann der Kollege Löcke. Zwei Fragen habe ich. Erste Frage, dass du vielleicht noch mal was genauer auf Regensburg eingehst, auf das, was auf euch zukommt. Und die zweite Frage, die beantwortet vielleicht erstmal die erste. Gut. Ja, also in Regensburg, also ich meine, wir haben das Hinspiel noch im Kopf, auch wenn ich da noch nicht die Verantwortung hatte, dass da nicht alles positiv gelaufen ist, dass da viele individuelle Geschichten auch beigetragen haben, um nicht gut in die Saison zu starten. Sie haben jetzt in Aue verloren, aber Regensburg ist schon so, wenn sie unter Druck geraten, dass sie relativ schnell mit dem langen Ball operieren, dass sie dann aber ein gutes Positionsspiel haben, um auf die zweiten Bälle zu gehen, gutes Einlaufverhalten. Aber sie sind auch mutig genug, den Gegner auch zu pressen, auch zuzustellen. Und darauf müssen wir uns auf jeden Fall einstellen, dass es keine einfache Sache wird, dass wir Lösungen finden müssen, wenn wir zugestellt werden, wenn wir gepresst werden, dass wir die Pressing-Situation möglichst überspielen. Und darüber hinaus erwarte ich dann, dass wir ähnliche Spielzüge zustande bringen wie gegen Hannover, um den Gegner letztendlich dann auch unser Spiel aufzuzwingen. Aber wie gesagt, das wird keine leichte Aufgabe, weil Regensburg schon eine Hausnummer ist. Und im Moment stehen sie 3 Punkte vor uns und wir wollen gerne die 3 Punkte hier behalten. So, die zweite Frage geht ins neue Jahr. Steht die Vorbereitung auf die Restrückrunde, steht die schon? Was hast du vor? Wie viele Spiele willst du in der Zeit absolvieren? Wann ist Trainingsbeginn? Gibt es da schon Eckdaten, die öffentlich gemacht werden können, dürfen? Wir haben ja bisher den Trainingsauftakt am 6. Januar schon kommuniziert, beispielsweise. Trainingslagerzeiten sind auch klar, 12. Januar bis 19. Januar. Innerhalb des Trainingslagers wollen wir 2 Testspiele absolvieren. Da sind wir jetzt gerade dabei, die Dinge festzuzurren, sowohl was die Terminierung angeht, als auch natürlich was die Gegner angeht.
Und ob es dann nach der Rückkehr aus dem Trainingslager noch ein weiteres Testspiel geben wird, wird sich zeigen. Ich weiß wohl, dass es ein bisschen schwierig wird. In den letzten Jahren war es ja immer so, dass man gegen den Gegner getestet hat, gegen den man im alten Jahr noch gespielt hat. Letztes Jahr war es sehr bequem mit dem 1. FC Köln. Das war eine kurze Anreise. Dieses Jahr kann ich mir sowohl vorstellen, dass weder wir noch der SSV Jahn Regensburg sich in die eine oder andere Richtung bewegen wollen. Also von daher wird das schon ein bisschen komplizierter. Das ist das, was wir bisher mitteilen können. Sobald ich Näheres weiß, teile ich dieses Wissen umgehend mit euch. So, das Mikrofon wandert dann nach hinten in Richtung Finnland. Auch wenn Finnland eher weiter oben liegt, geografisch. Ja, Herr Löcke, Anschlussfrage. Ja, die Kollegen, die finnischen Fans fragen mich immer, warum man in allen Nachspielminuten kurz vorm Herzinfarkt steht. Was kann ein Trainer dagegen tun? Ist das in Finnland anders? Ist da die Nachspielzeit safe? Wir kommen bei uns ja immer so eine halbe Minute später an, okay, das Bild. Mhm. Ne? Aber es ist immer so, dass die letzten 2-3 Minuten, gerade in der Nachspielzeit, fast ins Chaos auslaufen. Was kann ein Trainer dagegen tun? Ja, was kann man dagegen tun? Wir versuchen natürlich früher die entscheidenden Tore zu machen. Ja, das ist das Ziel, was man in Zukunft dann haben wird. Wir haben es ja auch gegen Hannover gesehen, machst du das 3-1, wo du eine 100%ige Torchance hast, dann könnte es ein bisschen ruhiger werden. Ich sage könnte, ja, aber im Normalfall gehst du dann mit 2 Toren in die letzten Minuten rein. So ist es dann so, dass der Gegner alles nach vorne wirft, dass Bälle hoch reingespielt werden, dass da immer eine Gefahr besteht, dass da eine Ball mal abrutscht, dass vielleicht mal ein Spieler unten durchtaucht, dass ein abgefälschter Schuss, weil sich viel vom 16er abspielt. Aber das ist normal. Ich glaube, wenn man es als Problem bezeichnet, oder das haben ja nicht nur wir. Ja, man sieht es ja in jedem Spiel, auch in der Bundesliga oder auch in den anderen Zweitligaspielen, dass der Gegner dann alles nochmal versucht. Wir haben ja auch schon zurückgelegen, wo wir alles versucht haben. Und ja, es ist so, wie es ist. Ich meine, man muss ein bisschen starkes Herz haben, das habe ich. Und trotzdem würde ich es gerne in Zukunft vielleicht, oder auch gerade wenn ich einen Wunsch hätte dann für die Rückrundenspiele, dass es mein Herz dann vielleicht ab und zu mal geschont wird. Wunderbar. Günter Pohl hat noch eine Frage. Mikro müsste also einmal wieder nach hier vorne transportiert werden. Klappt ganz wunderbar. Thomas, wir haben ja gehört, dass du jetzt schon über 100 Tage im Amt bist. Und da ja mal zum Jahresende und wir uns ja nach dem Spiel nur noch kurz auf der PK sehen, ist mir also vielleicht mal die Möglichkeit, so ein bisschen deine Tätigkeit bisher zu bilanzieren. Du bist in einer sehr schwierigen Situation gekommen. Was von dem, was du dir vorgestellt hast, ist eingetreten und vielleicht sagst du, da muss ich noch hin, da bin ich noch nicht. Vielleicht, wenn du mal deine Tätigkeit dieser 100 plus x Tage kurz mal zusammenfassen. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Also eigentlich würde ich ein Resümee, wenn man das als Resümee bezeichnet, noch gar nicht ziehen, weil wir haben ein wichtiges Spiel am Sonntag vor der Brust und das hat für mich absolut Priorität. Man kann gerne danach drüber sprechen, was sich vielleicht verändert hat oder was ich für Vorstellungen habe. Aber ich glaube, dass einfach am Sonntag für uns die 3 Punkte unheimlich wichtig wären, dass das Spiel absolute Priorität hat. Und ich glaube, dass man dann auch nach dem Spiel ein kleines Resümee dann ziehen sollte. Verständlich, ich rufe dich Heiligabend an. Ich bin auf jeden Fall erreichbar. Weitere Fragen auch? Zum Heiligen Abend. Ja, Thomas Kolbe von Fans for Fans. Einmal wieder nach hinten. Bela Kotschap hat ja gegen Hannover nicht gespielt. Ich gehe davon aus, dass er eine sportliche Auszeit bekommen hat. Kann man davon ausgehen, dass er gegen Regensburg spielen wird oder greift man auf Lorenz wieder zurück aufgrund seiner Leistung gegen Hannover? Man muss immer ein bisschen, also wie gesagt, man braucht es ja nie rechtfertigen, aber ich finde gerade bei Amel ist es halt so, wenn du ein junger Spieler mit 17 Jahren bist, der viel drumherum noch hat, mit schulischer Belastung, dann mit einer offiziellen, oder der ist 18 geworden in der Woche, hat anscheinend einen anderen Vertrag dann auch bekommen. Und das sind alles Dinge, die für den Jungs natürlich im Kopf rumgehen. Und da ist es dann nicht immer einfach, wenn du schulisch auch in der Woche eine Klausur geschrieben hast, in Fürth, vielleicht auch nicht die Leistung abrufen konntest, die du schon abgerufen hast. Ich sage jetzt, den Ball halt vielleicht mal richtig zu klären und solche Dinge, was das passiert. Und
dann ist es so, dass so ein Spieler von mir immer mal wieder geschützt wird, indem man vielleicht ihm mal eine Auszeit gibt, um einfach wieder mal ein bisschen durchzuatmen, auch zu sehen, dass nicht alles von alleine geht. Und ob er jetzt für Regensburg in der Startformation steht, dann, wie gesagt, ich gucke mir mal das Training an, aber es ist dann so, dass so ein Spieler nicht bei mir hinten runterfällt, sondern es ist, manchmal sind es auch Schutzmaßnahmen, weil man so einen Jungen dann nicht verheizen will. Jetzt ist er 18, aber letztendlich ist er ganz, ganz jung und ich glaube, da hat man ein großes Talent in den Reihen und wir wollen dieses Talent fördern und da gilt es halt ab und zu mal, ihm vielleicht auch mal eine Pause zu geben, um ihn dann wieder richtig zu motivieren. Sprich, motivieren ist der falsche Ausdruck, einfach um ihm dann nochmal eine Sicherheit zu geben, mal durchzuatmen und dann im nächsten Spiel oder im übernächsten Spiel dann wieder die bestmögliche Leistung abzurufen. Und das sind immer Maßnahmen, die ich dann treffe, um die Spieler dann auch zu schützen, um weiterzuentwickeln. Weil das gehört, glaube ich, bei solchen Spielern auch zu meiner Aufgabe. Weitere Fragen? Der vorweihnachtliche Wissensdurst erstmal gestillt. Da ich alle, die hier sitzen, am Sonntag wiedersehe, würde ich sagen, besten Dank fürs Interesse und wir sehen uns dann am Sonntag.